Hallo, hören Sie mich? Ja, Sie hören mich. Liebes Publikum, danke für Ihre Geduld. Es hat etwas länger gedauert, aber jetzt sind wir da. Die erste Frage, sprechen alle Deutsch? Sonst würde ich direkt meine Worte auf Portugiesisch übersetzen von unserer tollen Übersetzerin Sarah Saltalamacchia. Okay, wir bleiben bei Deutsch und du übersetzt im Flüsterton an die drei. Ganz herzlich möchte ich Sie begrüßen und ganz herzlich möchte ich Davi Kopenhauer und Dario Kopenhauer begrüßen, die hier nach Zürich gereist sind in Verbindung mit der Produktion Before the Sky Falls der Regisseurin Christiane Jatahi, die auch hier sitzt. Die Reise von Davi Kopenhauer und Dario Kopenhauer ist möglich aufgrund der Kooperation zwischen dem Schauspielhaus Zürich und Culturescapes und dem Fotomuseum Winterthur. Das Festival Culturescapes läuft noch. Schauen Sie sich gerne das Programm an. Es gibt noch weitere tolle Veranstaltungen in der kommenden Woche, auch in Basel, auch mit Davi und Dario Kopenhauer. Und auch ein Ausflug nach Winterthur lohnt sich. Dort im Fotomuseum sind momentan Fotos von Claudia Andujar zu sehen, einer in Schweiz geborenen Fotografin, die seit langen, langen Jahren in Brasilien lebt und dort den Kampf und das Leben der Yanomami fotografisch, aber auch aktivistisch begleitet und vor allem auch stark geprägt hat. Und die Ausstellung ist wirklich sehr sehenswert. Genau, ich möchte beginnen, hola Davi, ich würde gerne dir die erste Frage stellen. Nochmal danke, dass du hier zu uns nach Zürich gekommen bist und danke auch, dass ich die letzten Tage mit dir verbringen konnte und dich kennenlernen konnte. Und du hast mit dem französischen Anthropologen Brice Albert ein Buch geschrieben oder ein Buch herausgegeben, The Falling Sky, La Chute du Ciel. Und aus diesem Buch werden Texte, Auszüge auf der Bühne gesprochen in der Inszenierung von Christiane Jatahi, Before the Sky Falls. Und wie Sie hören, ist der Titel des Buches, The Falling Sky, auch titelgebend für den Abend von Christiane Jatahi. Ich wollte dich fragen, Davi, kannst du dieses Bild des fallenden Himmels beschreiben, was das wie dieses Bild sich für uns Weiße übersetzen lässt. Bei Nabuomak, Dodi Tuyate, Kamia Bito Blalu. Eu acho que é uma boa tarde para todos. Eu fico muito feliz. Muito contente que eu estou aqui junto com vocês, conhecendo vocês e vocês me conhecendo, quem são Yanomami, quem são os povos indígenas. Então, primeiro, meu nome é Davi Kopenhauer Yanomami, eu sou liderança do povo Yanomami de Kuana e Roraima. Roraima é uma fronteira do Brasil. A minha comunidade se chama Watorik, divisa de Amazonas, divisa de Roraima. Guten Nachmittag.
Ich bin sehr glücklich, hier zu sein heute und euch kennenzulernen. Und es freut mich auch, dass ihr mich kennenlernen wollt. Und so könnt ihr auch lernen, wer die Yanomami sind, wer die indigenen Völker sind. Also erstens, ich bin Davi Kopenawa Yanomami. Ich bin der Häuptling des Volkes der Yanomami und der Yekwana. Und wir leben im Bundesstaat Roraima. Das ist im Norden Brasiliens an der Grenze zu Venezuela. Ich wohne auf einem Land, das heißt Huatorik. Bom, vocês perguntaram sobre o céu. O que é do céu que está no livro escrito? Eu vou contar um pouco sobre a Rutomossi. O céu está em cima. O perigoso está em cima. Ihr habt also gefragt, wie ist das mit dem Sturz des Himmels, den ich in meinem Buch beschreibe. Und ich werde euch erklären, was der Hutu Mosque ist. Es ist der Himmel, der oben ist, symbolisiert das Gefährliche. Die Gefahr ist oben. O céu foi criado com homem, se chama Omam. O início do mundo, o céu era fraco. Céu fraco, e lá em cima tem muito forte, vento muito forte que passa lá no céu. Então, o céu não aguentou a força do vento e a. A força do vento derrubou o céu, caiu em cima do povo, primeiro povo que estava morando nessa terra. Eles morreram. Der Himmel wurde von Omama geschaffen. Das ist der Name des Gottes. Zu Anbeginn der Welt war der Himmel schwach. Und viele Kräfte herrschten in ihm, starke Winde wehten in ihm. Und der Himmel konnte das nicht aushalten, diese starken Kräfte. Deshalb ist er schon einmal heruntergestürzt. Vor vielen tausend Jahren stürzte er auf das erste Erdenvolk, das dadurch ausgelöscht wurde. Então, essa é uma mensagem. O mensagem está nos escrito. Avisando vocês, avisando de nós, avisa todo o povo do mundo, que vai ter outra acidência a cair do céu. Quando cair céu, ninguém vai ver, olhar ele. Quando cair céu, todo mundo vai dormir. Ninguém vai ver cair céu. Die Botschaft, die ich aufgeschrieben habe, um euch zu warnen, um uns alle zu warnen, um das ganze Erdenvolk zu warnen, ist, weil es einen weiteren Sturz des Himmels geben wird. Und wenn das so ist, dann wird es niemand sehen. Also man wird nicht sehen, wie der Himmel wirklich herunterstürzt. Wir werden dann alle schlafen. Sim, não vai ver, não vai ver cair o céu. Todo mundo, nós vamos dormir. Yanomami, os negros, homem branco e todos os animais, vai todo mundo dormir. Ninguém vai ver, ninguém vai ver o céu caindo acima de nós. Entendeu? Also ihr habt ja gefragt, wie sieht dieser Sturz des Himmels aus? Und ich wollte nur sagen, man wird das nicht sehen. Weder die Yanomami, noch die Weißen, noch die Schwarzen, noch die Tiere. Niemand wird das sehen, wenn der Himmel wirklich hinunterstürzt. Habt ihr es jetzt verstanden?
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich. Aber ich hoffe. Noch eine Zusatzfrage dazu. Die Yanomami sind das Volk, das den Himmel hält. Das heißt, bevor der Himmel fällt, wird er von den Yanomami gehalten. Bom, eu vou dizer para você entender melhor. Não é todo mundo Yanomami que está segurando o céu. Não é povo indígena do Brasil. Não é todo mundo que conhece a céu. Nós, o povo Yanomami, são Xabiri, o Bajé, Xamã. E eles estão segurando. Eu sou pajé, eu sou aluno do meu sogro, que me deixou no lugar dele, e estou junto com outros pajé da aldeia, das comunidades de Yanomami, e outros lideranças que conhecem do céu. Sou pajé Yanomami que está segurando a onda do céu para não cair. Gut, dann werde ich es euch besser erklären, damit ihr es besser versteht. Es ist nicht so, dass alle Yanomami den Himmel halten oder ihn stützen. Es ist nicht mal so, dass alle Indigenen das machen. Es gibt Indigenen, die kennen den Himmel gar nicht. Aber wir, die Medizinmänner, die Shapiri, die Geister des Waldes und der Flüsse und die Schamanen, das ist das Volk, das ich meine. Wir halten den Himmel oben mit unserer Arbeit. Ich bin der Schüler meines Schwiegervaters, das war ein großer Medizinmann und ich habe seinen Platz eingenommen in unserem Volk und zusammen mit anderen Medizinmännern und anderen Schamanen und Shapiri treiben wir diese Arbeit voran. Also gibt es viele vom Yanomami-Volk tatsächlich, die das machen, aber auch andere. Aber es müssen Leute sein, die den Himmel kennen, um ihn zu stützen. Das Wort Shapiri, diese Geister des Waldes, aber ich weiß, dass diese Übersetzung nicht ganz akkurat ist und auch in dem Buch Der fallende Himmel, The Falling Sky, wird viel über diese Übersetzung des Begriffes gesprochen. Kannst du, Davi, genauer beschreiben, wie du in Kontakt trittst mit diesen Shapiri, mit diesen Geistern? Toma essa palavra. Tem brasileiros que não falam alemão que querem saber a tradução também. Tá. Então, esses Shapiri que você disse que também estão no livro estão traduzidos como espíritos, mas mesmo no livro diz que não é bem espíritos, a gente que chama assim. Você pode explicar melhor o que são e como você fala com eles, entra em contato com eles? Então, realmente é difícil você entender se chama Shapiri. Shapiri, ele está na montanha. Shapiri está na montanha, no céu, na terra, na floresta, no universo. Que o povo que conheceu, o homem que criou essa Shapiri, não é espírito da igreja, não. Espírito, eu não gosto de chamar espírito. Espírito é Deus de vocês. Então, aí eu costumei falar espírito. E melhor eu você entender melhor para Shapiri é outro Shapiri diferente. Ele é como eu. Não, ele é como eu. Pintado de urucu, bota rabo de arara no braço e fará diferente. E dança e canta. Então, esse é só Shapiri. Não há qualquer um que conhece Shapiri, não. Porque Shapiri,
Es foi feito para o povo Yanomami usar. Isso que eu queria dizer para você. Ja, es ist wirklich schwierig, das verständlich zu erklären, was die Shabiri sind. Sie leben auf den Bergen, im Himmel, in der Erde, in den Wäldern, im Universum. Umama hat sie geschaffen und ich mag das Wort Geist nicht, denn es erinnert mich an die Missionare, die vom Heiligen Geist sprachen und also diesen Geist der Kirche, das meinen wir damit nicht. Es sind einfach andere Wesen, so eigentlich so wie ich. Sie sind auch bemalt mit Urukung. Sie haben auch Ara-Schwanzfedern am Arm, wie ich es trage bei den Zeremonien. Sie tanzen und singen. Und es ist auch nicht jeder, der sie sehen kann oder der sie kennenlernen kann. Aber sie wurden gemacht von Umama, um uns zu dienen. Danke, Davi. Dario, ich würde gerne dich fragen, danke, dass du in Zürich bist, danke, dass ich auch die letzten Tage mit dir verbringen konnte. Und im vergangenen Jahr sind in Brasilien mehr Indigene getötet worden als jemals zuvor. In dem Stück Before the Sky Falls werden Texte deines Vaters verwendet, die ganz klar benennen, was illegale Goldsucher in den Yanomami-Gebieten anrichten. Und die Schweiz ist als größter Goldexporteur ein wichtiger Faktor in diesem ausbeuterischen Spiel der Goldsucher in Brasilien. Kannst du deine politische Arbeit uns von deiner politischen Arbeit erzählen und von deiner Recherche, die du gemeinsam mit der von euch gegründeten NGO Hutukara betreibst, um dieser Zerstörung eurer Umwelt Einhalt zu gebieten durch die Goldsucher? Bem-vindo, Dario. Foi muito bom passar tempo com você também nos últimos dias e te conhecer. Eu queria fazer uma pergunta para você, mais política. Eu li que no ano passado foram assassinados muito mais indígenas que em todos os outros tempos no Brasil. E a peça da Cristiane, A Queda do Céu, né, usa textos do livro do seu pai. Esses textos mostram muito bem a destruição que os garimpeiros fazem nas nossas terras. E a Suíça tem um papel muito importante nessa destruição também, né? Pode contar um pouco do seu trabalho, das suas pesquisas e também da Associação Hutukara, o que você faz para poder acabar com esse desenvolvimento ruim na sua terra? Conta da sua luta. Boa tarde. Fico muito feliz nessa casa que se chama Teatro, né? Isso, casa que representa na política pública da sociedade não indígena. Discussões, as culturas, tradições, as suas realidades. Meu nome é Dário Vitório Copenal Yanomami e sou povo Yanomami que mora norte do Brasil, que se chama Roraima, o estado 2, divisão Amazonas e Roraima, fronteira com Brasil e Venezuela. Prazer, nosso amigo e a nossa querida e a nossa intérprete. Fico muito feliz nessa parte, discussão muito importante. E a gente vai tentar transmitir as informações das nossas realidades que nós estamos sofrendo no Brasil hoje. Guten Nachmittag. Ich bin auch sehr glücklich, heute hier zu sein, im Schauspielhaus Zürich, im Haus des Theaters. Es ist ein Haus, wo öffentliche Politik gelebt wird, wo Diskussionen stattfinden, Kultur gelebt wird, Traditionen am Leben erhalten werden und wo Realität stattfindet.
Mein Name ist Dario Vittorio Kopenawa Yanomami. Ich bin vom Volk der Yanomami aus dem Norden Brasiliens, im Bundesstaat Roraima, im Amazonasgebiet zur Grenze zu Venezuela. Und es freut mich sehr, hier zu sein mit unserem Freund Bendix, mit unserer lieben Chris und auch mit der Dolmetscherin. Ich finde diese Diskussion sehr wichtig und es ist schön, dass wir heute hier sind und darüber sprechen. Sobre a trabalho da Rutcara, né? Hoje a população Yanomami fica aproximadamente 30 mil Yanomami Yekuana. E nós temos 9 milhões de hectares de território Yanomami foi demarcado através da luta do meu pai. É uma grande conquista e há grande sofrimento. E hoje nós estamos usando um modelo de sociedade da cidade que se chama associação. Essa estrutura, essa ferramenta, hoje nós indígenas, específicos Yanomami, nós criamos, que se chama Rutucara Associação Yanomami. É o nosso ferramenta na defesa de direitos dos povos Yanomami e Yekuana e outros nossos parentes do Brasil, que nós estamos lutando junto. Eu sou vice-presidente, meu pai é presidente e cuida nessa parte política interna e externa, uma discussão de problema, as nossas situações que nós estamos enfrentando neste momento. E falando sobre Rutucara, ele está há quase 16 anos de luta e de resistência, e também o histórico do povo Brasil inteiro, e falando a um resultado do meu pai, quando era criança, meu pai lutava sozinho, viajava para o exterior, contando a realidade do povo Yanomami e também a crise do governo brasileiro que nos está maltratando hoje em dia, quase 521 anos, quando 1500 os invasores europeus que invadiu a nossa terra. Rutucara ist unser Verein, den wir gegründet haben. Er repräsentiert das Volk der Yanomami. Das sind ungefähr 30.000 der Ethnien Yanomami und Yekuana. Und dem Erfolg dieses Vereins ist es zu verdanken, dass 9 Millionen Hektaren indigenes Land ausgewiesen und demarkiert wurden. Also dass die Grenzen abgesteckt und von der Regierung anerkannt wurden. Das ist eine große Errungenschaft, aber sie ist auch mit großem Leid einhergegangen. Ich bin froh, dass wir diese Struktur gegründet haben, ein Verein, das ist nicht wirklich was Indigenes, das kommt aus der weißen Welt, aber es war eine Plattform und ein Instrument, das wir brauchten, um mit den Weißen zu kommunizieren und von dort aus weiterkämpfen zu können. Und heute benutzen wir diese Struktur, das sind jetzt schon 16 Jahre, dass wir diesen Verein haben, er heißt Rutucara Association Yanomami. Und das ist unsere Kampfwaffe im Moment. Wir kämpfen für die Yanomami, aber auch für die anderen indigenen Völker. Mein Vater ist der Präsident des Vereins, ich bin Vizepräsident. Und im Rahmen dieser Vereinsarbeit besprechen wir interne Politik, aber auch externe. Wir diskutieren die aktuellen Probleme und sprechen uns ab in unserem Vorgehen mit anderen Aktivisten. Falando a 521 anos de resistência a nosso país. No Brasil nós temos 305 povos indígenas diferentes. Aqui fora, ao exterior, vocês não recebem as informações que me perguntou sobre as ameaças de direitos dos povos indígenas. Isso constantemente a gente está recebendo violações, discriminação, racismo, genocidas, derramando as nossas sangues no Brasil.
Então isso, eu cresci neste, é um problema, é muito problema há muitos anos. Então isso como nós, povo da floresta, e a gente está se defendendo através dos nossos direitos. No Brasil, nós temos Constituição de Federal. Todos cidadãos estamos assegurados na Constituição. Nós temos artigo 231 que representa os seus direitos iguais, que cuida aos nossos direitos. Isso foi uma conquista muito grande. A sociedade não indígena não iria colocar num papel que se chama Constituição. Mas como nós, povo da floresta, meu pai e outras lideranças, fizeram uma grande integrar os direitos na Constituição. Então isso está na Constituição, na lei, às vezes na prática, e não está respeitada. Esse é fato. Então isso, e como eu acompanho muito as políticas públicas, discussões de políticas públicas, nas reuniões, as autoridades, a gente se rebate essas defesas dos nossos direitos. Recentemente, ontem, saiu o relatório sobre violência dos povos indígenas. Isso nós, como lutadores, defensores de direitos humanos, nós elaboramos. O governo brasileiro não quis escrever, não quer mostrar à sociedade violência. Não é os indígenas que estão vivendo violência, os brancos também vivendo violência. Estão discriminados, morrendo na rua, atropeladas. Então, isso nós estamos vivendo clima intensa. Nós estamos vivendo clima muito violações dos direitos dos povos indígenas. Então, isso está acontecendo hoje em dia. E a gente lançou esse relatório, quase 180 assassinados dos povos indígenas. O ano passado ou este ano. Então, isso é importante vocês ouvirem, como somos anfitriões da Mãe Terra, que se chama Brasil. Então, isso eu queria, o que o nosso colega está perguntando. Vocês têm que olhar o que, é que nós estamos sofrendo. Nós sabemos aqui na França, ou na Suécia e Suíça, aqui tem um embaixador que faz transmissões, informações no Brasil exteriores, mas porque aqui não repassa as informações que nós estamos sofrendo no Brasil. Eu sei, o jornalista, embaixador, jornalista, embaixador, estão aqui no Suécia. Por que ele não transmite aqui no local? Então, isso, eu sou como Yanomami, eu estou transmitindo essas informações para vocês saberem o que nós estamos sofrendo hoje em dia. Achei aqui. Als mein Vater ein Kind war, war er allein in diesem Kampf. Er kämpfte gegen die Invasoren und für unsere Rechte, er reiste sogar ins Ausland. Aber heute sind wir mehr. Diese Situation, die ihr jetzt als Krise sieht, die dauert für uns schon 521 Jahre an. Und die betroffenen Völker, das sind nicht nur wir, in Brasilien leben heute noch 305 verschiedene Ethnien, indigene Ethnien. Auf der Welt gibt es noch viele mehr. Wenn ich hier hinkomme, fragen mich die Leute nach unseren Rechten, nach wie genau wir bedroht werden, wie das genau aussieht, diese Zerstörung. Und ich sehe, dass sie mich nicht recht verstehen, weil sie sich das nicht vorstellen können.
die ganze Gewalt, der Genozid, der Rassismus, die Drohung, die Vertreibung, das Blutvergießen, mit dem ich aufgewachsen bin, ist euch hier völlig unbekannt. Ich bin mit diesen ganzen Problemen aufgewachsen. Und wir Menschen aus den Wäldern, wir kämpfen dafür, dass unsere Rechte auch in der weißen Welt verankert werden. Zum Beispiel, dass sie in die Verfassung geschrieben werden. Wir haben eine brasilianische Verfassung und der Artikel 231 gesteht uns gleiche Rechte zu wie den Weißen. Wir wissen also, dass wir theoretisch auf dem Papier die gleichen Rechte haben. Das war eine große Errungenschaft, das überhaupt geschafft zu haben, dass das aufgeschrieben wurde. Und das ist auch dem Kampf meines Vaters zu verdanken, dass das jetzt da drin steht. Aber obwohl es in der Verfassung steht, werden diese Rechte gar nicht respektiert. Der weiße Mann respektiert also seine eigenen Gesetze, die er gemacht hat, nicht. Und das ist ein Fakt, das sage jetzt nicht nur ich, es ist wirklich so. Ich verfolge die aktuellen Diskussionen in unserer nationalen Politik und auch die internationalen Geschehen. Ich versuche, aktualisiert zu bleiben. Und gestern ist ein Bericht erschienen über die Gewalt gegen Indigene in Brasilien. Und natürlich hat dieser Bericht nicht unsere Regierung veröffentlicht, sondern wir Aktivisten selber. Wir haben dafür gekämpft, dass diese Statistiken veröffentlicht werden, dass Berichte geschrieben werden, dass man sieht, dass jetzt viel mehr Indigene getötet werden als früher. Denn die brasilianische Regierung will das nicht publizieren. Die hat auch gar kein Interesse daran, das an die große Glocke zu hängen. Aber wissen Sie, nicht nur Indigene haben Probleme heutzutage unter unserer Regierung. Auch die Weißen leiden, sterben. Sie sterben in Verkehrsunfällen an Krankheiten oder wegen der Gewalt und der ganzen Kriminalität. Und das alles passiert heute. Und wir haben diesen Bericht lanciert extra. Es sind fast 180 Tote gewesen im letzten Jahr. Und es ist wichtig, dass ihr das hört, wie es den Yanomami geht, denn es sagt uns sonst ja niemand. Ich möchte euch die Botschaft überbringen, dass wir die Wächter des Waldes sind und wir die wahren Naturschützer der Erde und unseres Landes. Und darum ist es wichtig, dass ihr unser Leid seht, hier in der Schweiz, aber auch in Frankreich, in Schweden, in anderen europäischen Ländern. Ich weiß, ihr habt dort Botschaften, brasilianische Botschaften, ihr habt dort brasilianische Journalisten, ihr habt dort Auslandbrasilianer, die dort leben, aber die sagen das euch nicht. Und ich frage mich, warum? Wieso sagen die nichts? Ihr habt hier Brasilianer, die euch informieren könnten über die Situation in Brasilien. Aber das machen sie nicht. Ich muss von der anderen Seite der Welt kommen. Ich bin ein Yanomami und ich sage euch, wie die Situation in meinem Volk ist. Só para finalizar. Finalizar minha fala e entrando no contexto por Yanomami, dois anos atrás, o ano passado, este ano, os nossos parentes, os nossos irmãos foram assassinados, 8 Yanomami foram assassinados por garimpeiros ilegais de arma de fogo. Então isso significa uma violência muito grave, tipo assassinados, como fos, somos, não tem o direito, como fomos, não tem direito, não tem vida. É isso que o Brasil está acontecendo. É muito absurdo o que está acontecendo. Somos maltratados. Por que, que eu estou falando isso? Porque eu estou triste, porque o mês passado, as nossas crianças foram julgadas o uso de maquinário dos garimpeiros ilegais de 5 anos, de 4 anos, de 7 anos. Isso significa não tenho direitos dos povos indígenas. Isso, contexto atual, está acontecendo no Brasil. E o ano passado, os garimpeiros assassinaram 2 jovens de arma de fogo na sua casa. Garimpo entra ilegalmente num território. A lei brasileira não permite, mas entra e invade nossos territórios. E depois, o início do mês, de março, abril, foi uma tiroteia intenso, quase 90 dias, contra os garimpeiros, atacaram as nossas crianças, os nossos parentes. Mesmo tiroteia, morreram 2 crianças, de 1 ano e de 5 anos também. Morreu afogado. Inocente crianças morreram. Então, isso está acontecendo hoje em dia. Então, isso eu queria deixar bem claro com vocês. Eu sei
Me desculpa, os brasileiros estão aqui e a gente está falando mal do governo federal, mas não é. Eu tenho que falar. Eu não posso criticar o meu país. Se tiver meu país bom, eu não posso criticar. Se o país maltratando o meu direito dos povos, eu posso falar sim. Então isso é uma responsabilidade do Estado brasileiro, o governo federal, que nós estamos se tratando como homicídio, se tratando como massacrados. Isso é um crime ilegalmente que está acontecendo no nosso país. Muito obrigado. Nur noch schnell, um abzuschließen, möchte ich ein paar Dinge sagen, die passiert sind. Vor 2 Jahren war schon eine große indigene Delegation hier in der Schweiz in einer Kampagne, die besagte, dass kein weiterer Tropfen indigenes Blut vergossen werden sollte. In der Zeit, als sie durch Europa tourten, wurden 8 sehr wichtige Aktivisten und Häuptlinge ermordet, während der Kampagne, dass kein Blut mehr fließen sollte. Es ist, als hätten wir kein Recht auf Leben oder überhaupt keine Rechte in Brasilien. Ich bin traurig, dass das alles passiert. Und ich möchte euch sagen, dass es täglich passiert, monatlich. Letzten Monat zum Beispiel haben wir von toten Kindern erfahren, die waren 4, 5 und 7 Jahre alt. Die sind in Turbinen gesaugt worden wegen den illegalen Goldminen in unseren Flüssen, wenn sie baden und schwimmen. Die wurden angesaugt von den Turbinen und sind so ertrunken. Vor 2 Jahren wurden 2 junge Frauen erschossen in ihren Häusern, auch von illegalen Goldgräbern. Natürlich erlaubt das brasilianische Gesetz das eigentlich nicht auf dem Papier, aber es passiert trotzdem. Und niemand will darüber was wissen, niemand wird angezeigt, niemand wird bestraft. Im März oder April oder im März und April gab es einen 90 Tage dauernden Schusswechsel zwischen Indigenen und illegalen Goldsuchern. Und auch dabei sind Kinder gestorben, ein 1-jähriges und ein 5-jähriges. Und sie wurden nicht einfach erschossen, sie sind im Fluss ertrunken, während der ganzen Wirren der Schusswechsel. Also stellt euch mal vor, was das für ein Szenario war. Verzeiht mir, dass ich so schlecht rede über mein Land und meine Regierung. Ich weiß, es hat hier Auslandbrasilianer und die sind vielleicht stolz darauf, Brasilianer zu sein. Und ich mag das auch nicht, dass ich Brasilien so kritisiere. Es ist ja auch mein Land. Aber ich mache das, weil schlimme Dinge dort passieren. Und würden sie nicht passieren, müsste ich auch nicht so sprechen. Wir werden massakriert, wir werden abgeschlachtet, wir werden getötet und es interessiert keinen. Deshalb muss ich das sagen. Aber verzeiht mir, falls ihr euch angegriffen gefühlt habt deswegen. Danke, Dario, für die Schilderung, aber vor allem auch für deinen Kampf. Christiane. Du führst diesen Kampf auch, aber mit deiner Kunst. Und deine Kunst, wenn wir darüber sprechen, sagst du, sie ist dezidiert politisch. Und auch in den Gesprächen mit Davi und Dario haben wir über politisches Theater gesprochen. Dennoch ist der Begriff politisches Theater mannigfaltig. Kannst du mir deine Definition oder deinen Sinn von politischem Theater schildern? Cris, bem-vinda também à discussão. Você também está na luta, né? Você luta através da arte, através do teatro. E você diz que é decididamente político o seu trabalho. Eu sei que teatro político é um conceito que é explicado de formas muito diversas. Você pode explicar melhor o que é teatro político para você? Bom, eu vou falar em português também. Antes, eu gostaria de falar da enorme importância do que o Davi e o Dario estão dizendo aqui hoje. Davi é uma das maiores lideranças indígenas atualmente no Brasil. Dario faz um trabalho muito, muito importante de proteção político dos povos da floresta. A defesa da floresta é a defesa dos povos indígenas, é a defesa do Brasil, é a defesa do mundo. Porque se a floresta amazônica acabar,
realmente é a imagem mais concreta que a gente pode ter da queda do céu. Ich werde auf Portugiesisch sprechen. Ich möchte betonen, welche enorme Bedeutung die Worte von Davi und Dario Kopenauer haben. Nehmt euch das zu Herzen, was sie sagen. Davi ist einer der größten und anerkanntesten indigenen Häuptlinge Brasiliens. Dario leistet auf politischer Ebene sehr wichtige Arbeit. Er kämpft für den Schutz der Wälder auf politischer Ebene, was sehr, sehr anstrengend ist. Die Wälder zu schützen bedeutet Brasilien zu schützen, bedeutet die Welt zu schützen. Denn wenn wir das nicht machen, wird es wirklich zum Sturz des Himmels kommen, so wie es in meinem Stück prophezeit wird. Então a proteção das terras indígenas é a proteção da floresta, porque os povos indígenas são os guardiões das florestas. E o que está acontecendo agora no Brasil, na verdade isso já vem acontecendo, como o Dário falou, há 500 anos, a destruição, né, colonialista e exploratória do território que se chama Brasil. Mas o que a gente está vivendo hoje extrapola todos os limites possíveis. É realmente um massacre, é um genocídio, é um governo criminoso, perigoso, perverso e que depende muito de uma pressão internacional, porque internamente a gente não está dando conta para que a gente consiga, de alguma forma, parar esse movimento de destruição sem volta que está acontecendo no Brasil. Wie Dario es richtig gesagt hat, dauert diese Krise in Brasilien schon 500 Jahre an. Immer schon war es der Sinn und Zweck der Kolonisierung, die Erde auszubeuten. Das ist in Brasilien im großen Stil geschehen. Aber heute stehen wir wirklich jenseits von allem. Es ist ein Massaker, was passiert, es ist ein Genozid. Diese Regierung ist nicht nur gefährlich, sie ist kriminell, sie ist pervers. Und wir schaffen es national, landesintern nicht, uns gegen diese Regierung zu wehren. Wir sind wirklich auf internationale Hilfe und Verbündete angewiesen. E então isso não tem como não ser político. Teatro é o espaço político, né? Mesmo quando não se fala de política. Essa pergunta que o Bendix me fez, para mim, o fato de que nós estejamos no mesmo espaço, pensando sobre alguma coisa, dialogando sobre alguma coisa e tendo o teatro como um espelho da realidade, é, na sua própria natureza, um ato político. Also war die Frage, was ist politisches Theater und wie kann man das definieren? Wenn Sie sehen, was alles passiert in Brasilien und was ich dazu für ein Stück gemacht habe, frage ich mich, ja, wie könnte das nicht politisch sein? Wie könnte überhaupt eine Diskussion über dieses Thema oder irgendeine künstlerische Darstellung davon nicht politisch sein? Wenn wir einen Raum benutzen oder wenn wir denselben Raum benutzen, nicht nur den physischen Raum, aber auch den Raum eines Gesprächs und über Dinge reden, dann ist das Politik, gelebte Politik, und das ist, was ich mache. Mas a cada momento o artista e, enfim, os artistas, eles vão ser de alguma forma a expressão do que está passando, do que está sentindo, do que está se vivendo. E eu hoje, diante de tudo que está acontecendo e no Brasil, mas eu acho que não é só no Brasil, é no mundo, eu não tenho como não, através do teatro, assumir determinadas temáticas que são chamadas de temáticas políticas, mas que, na verdade, são temáticas humanas, são temáticas sobre a sociedade. E a política está completamente inserida dentro da sociedade. Então, se o teatro político é o lugar, se a ideia de um teatro político é sobre a ideia de um lugar de encontro e de discussão, esse é o único teatro que eu consigo imaginar para se fazer hoje. E não é para ser didático, não é para ser panfletário, não é para trazer verdades, mas para realmente poder levantar algumas questões para que o teatro seja um lugar de semente de transformação. Der Künstler drückt aus, was er fühlt, was er lebt, was um ihn herum passiert. Und heute passiert das alles in Brasilien und deshalb bin ich gezwungen, das in meine Arbeit einfließen zu lassen.
Man kann es politisches Theater nennen, aber eigentlich spreche ich über Menschen, über die Gesellschaft, über was passiert, über das Leben. Wenn das Politik ist, ja, dann nennen wir es politisches Theater. Ich kann mir gar nicht vorstellen, irgendwie anders Theater zu machen, denn es geht um Zusammenkommen und um Diskussion. Und so sehe ich meine Aufgabe und das mache ich auch gerne. Ich möchte auch nicht belehrend wirken und ich möchte auch nicht sagen, dass ich die Wahrheit gepachtet habe mit dem, was ich darstelle. Ich zeige es einfach und ich möchte eine Diskussion anregen und ich möchte ein Thema in den Vordergrund stellen, das mir wichtig ist. E para mim foi muito, enfim, tem muitas coisas que envolvem esse momento e tá fazendo esse trabalho aqui no Schauspielhaus Zurich, na Suíça, nesse momento e ter aqui o Davi, o Dário e eu, no dia da estreia, eu estava muito, muito nervosa, não por ser uma estreia, mas porque eles estavam aqui. E porque eu tenho um enorme, enorme respeito pela história deles, pelo que eles são, e por esse livro tão fundamental que o Davi escreveu. E eles nunca tinham visto uma peça de teatro antes. E quando vocês me contaram isso, eu fiquei pensando como é que seria para vocês essa experiência, né? Ver uma peça que fala através desse trabalho de algo que é tão fundamentalmente de vocês. E no final, quando o Davi falou para mim que ele tinha aprendido muito, e na verdade eu é que estou aprendendo com ele o tempo todo, eu achei muito forte, porque para mim ele falou sobre o que é o teatro, porque ele falou, fazendo, enfim, com as minhas palavras, que ele aprendeu o que ele já sabia de como é que os homens brancos podem ser destrutivos. Mas num contexto de olhar para poder repensar e para poder ver de novo o que a gente já sabe, que é um pouco o lugar do teatro, né? A gente vê o que a gente sabe e confirma e muda. Vieles, was mit diesem Moment zu tun hat, hat mich tief berührt. Nur schon die Anwesenheit von Davi und Dario und hier das Schauspielhaus, das den Ort geboten hat, wo ich diese Premiere feiern konnte. Ich war so nervös am Abend der Premiere. Nicht, weil es die Premiere war, da sind wir immer nervös, aber ich war noch viel nervöser, weil Davi und Dario hier waren. Und ich respektiere sie dermaßen für ihr Leben, ihre Arbeit und für dieses wunderbare Buch, das Davi geschrieben hat. Ich war tief geehrt, dass sie hier sind und an der Premiere teilnehmen. Und sie hatten mir gesagt, sie hätten noch nie ein Theaterstück gesehen. Und ich dachte, oh mein Gott, wie wird das werden, wenn sie es sehen? Denn das Stück basiert ja auf ihrer Geschichte, auf ihren Prophezeiungen. Und ich war so gespannt, was Davi mir dazu sagen würde. Und es hat mich auch erstaunt, dass er sagte, er hätte etwas gelernt in dem Stück, denn eigentlich bin ich ja die von ihm alles gelernt hat. Und ich fragte mich, wie kann er etwas gelernt haben? Und er sagte, ich habe gelernt, wie man den bösen weißen Mann darstellen kann und seine Zerstörung und was er Schlechtes macht. Und es ist wichtig, dass ihr das zeigt, obwohl ihr es schon wisst. Es tut gut, das zu sehen und das als solches deklariert zu bekommen, dass das schlecht ist und zu sehen, wie das Schlechte aussieht. Also sozusagen zu sehen, was wir schon wissen und es dann zu bestätigen, um es dann zu ändern. Dann würde ich gerne gleich Davi und Dario fragen, ob sie uns noch weiter schildern können, wie sie die Premiere erlebt haben, wie für sie dieser erste Theaterbesuch war und was sie gesehen haben und was sie, wenn sie das Stück heute Abend noch im Anschluss schauen werden, was sie erwarten wird. Ele gostaria de saber de vocês como vocês acharam a peça de teatro, porque essas pessoas vão assistir depois para eles saberem o que os espera, o que eles vão ver lá. Então, é como assim a trocar ideia.
que nós, seres humanos, ninguém nasceu sabendo. Então, o que que há, assim, outro que sabe trabalhar, que sabe lutar, que quer mostrar para nós. Até eu continuo aprendendo. Eu achei, assim, interessante, aqui nessa casa, teatro, que imitaram uma pessoa fica bebendo, discutindo, e outro querendo ser presidente, outro quer ser assim, virar rainha. Essa é a cultura que vem crescendo, vem andando. Isso foi bom. Eu mostro para nós, para você também. Vocês nunca viram isso. Nem ela nunca viu. Agora, nós estamos, assim, vendo uma pessoa, pessoal que está interessado em usar a riqueza da terra, riqueza da floresta, subsolo, tirando ouro e botando mineração para destruir a terra-mãe. Então, ele foi assim mostrado como homem mau, nasceu e cresceu para dominar o povo da terra, até dominar ele mesmo. Homem quer ser autoridade, homem quer ser honesto, homem quer ser o dinheiro, muito dinheiro, quer mais. Essa briga por causa da riqueza que eu vi aqui quando cheguei, foi muito bom. A Bolsonaro, que imitaram. Imitaram como é que é homem que trata uma pessoa, que trata um povo. Isso para mim não é assim, não é homem bom, honesto, que ser dono do mundo, que ser dono da terra. Está encanado por ele mesmo. Assim que eu entendi, vocês também estavam juntos, olhando e mostrando o erro do governo, o erro da sociedade, da cidade. É uma homem mercadoria, né? Homem que mercadoria é casa, luz, é riqueza, carro, ônibus, avião, tudo que isso é mercadoria. Estão querendo só ficar para eles. Para ele, um homem, responsabilidade, tomar conta e enriquecer nossa terra, planeta. Assim que eu aprendi mais. Né? Então, esse foi bom para quem nunca sofreu. Vocês nunca sofreram ainda. Eu não sei que vocês sofreram, mas outros sofreram. A pai de vocês sofreram, como não estão... vendo o trabalho do homem da cidade, que está surgindo o mundo inteiro.
Então, essa aí é a minha fala. Es war sehr interessant für mich zu sehen, was andere, die auch den indigenen Kampf kämpfen, zeigen, was für Aspekte sie von diesem Kampf zeigen. Und auch ich lerne immer dazu. Also wir alle haben nie ausgelernt. Und ich fand es sehr interessant, was ich gelernt habe in dem Stück, in diesem Haus hier, im Haus des Theaters. Es war lustig zu sehen, wie ihr die bösen Männer dargestellt habt, die bösen weißen Männer. Wie sie betrunken sind, wie sie streiten, wie sie gierig sind nach Macht und Präsident sein wollen, König sein wollen, wie sie die Krone wollen und darum streiten. Das fand ich lustig, das einmal als Karikatur zu sehen und nicht nur einfach in den Nachrichten. Denn diese Kultur der Machtgeilheit und des grenzenlosen Mehrwollens, die ist in den letzten Jahren ja wirklich immer noch mehr gewachsen und gewachsen. Und es ist gut, dass ich das gesehen habe und dass auch ihr es sehen könnt, wie das aussieht und wie schlecht das ist. Das wurde sehr gut dargestellt. Personen, die die Reichtümer der Erde benutzen wollen, um immer noch schlechter und noch schlechter zu werden. Das ist ja so absurd und es ist gut, das zu sehen, dass es absurd ist. Sie wollen stehlen, was unter der Erde ist. Für uns Yanomami ist, was unter der Erde ist, heilig und es darf nicht berührt werden. Und es gibt einen Grund, warum es unter der Erde ist und nicht an der Oberfläche. Der Bergbau zerstört die Mutter Erde. Und das Stück hat das gut gezeigt. Es hat gezeigt, wie ein böser Mann versucht zu dominieren, nicht nur seine Umgebung, nicht nur seine Umwelt, er versucht sich selber zu dominieren und er scheitert daran. Er will autoritär sein, er will Respekt, er will Macht, er will immer mehr. Das alles ist wegen dem Reichtum. Und ich habe das mit Amüsement gesehen, wie Bolsonaro imitiert wurde auf der Bühne, wie gezeigt wurde, wie er alle schlecht behandelt, seine Freunde, seine Kollegen, seine Mitarbeiter, die Natur, die Menschen, die Kinder, wie alle unter ihm leiden. Das wurde sehr gut dargestellt. Man hat gesehen, er ist ein schlechter Mann. Es ist nichts Ehrwürdiges daran, so viel Macht zu wollen und so eine große Zerstörungskraft zu haben. Und ich habe gesehen, dass er nicht nur uns betrügt, sondern auch sich selbst. Das habe ich im Theaterstück gesehen. Ich habe ihn gesehen und ihr habt ihn gesehen. Und was dargestellt wurde da auf der Bühne, war der Fehler der Gesellschaft, der Fehler der Menschheit. Diese materialistische Mentalität, man will ein Auto, man will Luxus, man will Reichtümer, Häuser, man will andere Menschen kaufen und sie zerbiegen und zerdrücken. Und ich dachte, ein Mann will verantwortlich sein für das alles? Einer soll der Vertreter der ganzen Welt sein? Das kann ja nicht sein. Und das habe ich gesehen im Theaterstück. Es wurde mir gezeigt, dass das nicht geht und das war gut. Wisst ihr, wir kommen aus einem Volk, das sehr stark leidet und ihr versteht das vielleicht nicht, weil ihr leidet jetzt nicht so viel, eure Generation. Ich weiß, eure Väter haben gelitten und eure Großväter, aber ihr nicht so. Und darum ist es wichtig, dass ihr seht, wie dieses Leiden aussieht, dass ihr seht, welchen Schaden der große Mann aus der Stadt anrichtet. Der weiße Mann, habe ich großer Mann gesagt? Der weiße Mann aus der Stadt. E sobre o teatro, né, é um espaço da cultura, né, dos nossos origens, as nossos rituais. Eu, como participei, né, e isso para entre nós, branco, indígena, queremos se comparar às nossas consciências, né? Por isso é difícil ainda, né? Brigar um outro, culpar no outro,
Então isso, esses passos de tomar o conhecimento ou tomar entrar no consenso é um espírito do espaço de teatro, né? E quando eu vejo isso, né, eu acho que é importante nós todos, né, queremos aprender, é lugar aprender e sonhar e como podemos cuidar o nosso planeta Terra. O único que queremos pensar é isso. Essa é a humanidade, a gente pode receber espiritualidade dentro dos espaços de atros. São fundamentais. Mas como o povo da floresta, o que você mencionou hoje, né? Já nós estamos fazendo isso. Já temos assim como esse elemento. E queremos cuidar o nosso Mãe Terra. É isso, o nosso conhecimento, do consciência da Mãe Terra, nós estamos fazendo. Nós estamos protegendo ela. Queremos a sociedade compartilha as nossas ideias e entrar num consenso e vamos cuidar nesse e o que a gente está querendo aprender em outro. Eu fico muito feliz, eu não sei o povo daqui, o que eles compreendem, o que eles aprendem nesses espaços, teatros, esses espaços de como aulas, esses espaços de não é conhecer, esses espaços de aprendizagem, soluções, por exemplo. Então, isso é muito importante. Eu, como o povo da floresta, eu faço parte disso. Proteger o território, cuidar o planeta, minimizar o desmatamento, mudança climática, adoecer a atmosfera, queimar, essas coisas. Nós estamos fazendo parte disso. Por isso, no final, que entrou nesse nosso o defensores da Mãe Terra e natureza. Então, isso eu quero que vocês, aqui nessa casa, vocês como daqui, moradores, vocês têm que compreender e entender. Então, isso nós estamos compartilhando as nossas experiências para vocês. Vocês têm que aprender. Nós já sabemos manejar o mundo, manejar os nossos territórios, manejar a nossa casa, cuidar a biodiversidade em paz. É isso os nossos papéis que nós estamos fazendo. É isso que nós estamos contribuindo dentro do teatro. Nós estamos contribuindo, demonstrando a nossa sabedoria, demonstrando a sabedoria do nosso conhecimento Mãe Terra. É isso que vocês têm que aprender. Aprender e compreender. Isso eu queria deixar, compartilhar minhas experiências, compartilhar as ideias, né? Então, isso eu fico muito feliz. Esses dois conhecimentos, da cidade e da floresta, queremos entrar num consenso, viver em paz, cuidar a nossa terra. Isso nós desejamos. Mas, principalmente, gerações, jovens, moças, acadêmicos, queremos entrar num consenso e cuidar da nossa Mãe Terra. Planeta Torre. Planeta toda. A única é Terra, não tem mais outra. Isso eu queria deixar. Ich finde es faszinierend, was das Theater hier für euch ist. Es ist ja, wie ich gesagt habe vorhin, der Ort, wo Kultur gelebt wird, wo man seine Herkunft und seine Rituale zelebriert. So hatte ich es mir vorgestellt. Aber dann habe ich gesehen, dass hier noch mehr passiert.
Versteht ihr, diese Gegenüberstellung der weißen Mentalität mit der indigenen Mentalität ist immer eine ganz schwierige Sache. Es kommt schnell zu Reibungen, man versucht Schuld zu verteilen, man versucht sich aus der Verantwortung zu nehmen, weil es einfach alles zu schwer verdaulich und zu abstrakt ist. Und ich habe gesehen, dass Theater aber einen Raum bietet, wo diese Konfrontation auf einer anderen Ebene stattfinden kann, wo es nicht zu Streit kommen muss deswegen oder wo man nicht feige sein muss und sich vor der Verantwortung drücken will. Es ist ein Ort, wo man gemeinsam lernen kann und träumen kann und lernen kann, eine bessere Welt zu machen. Ich habe gemerkt oder gelernt, dass die Menschen hier im Theater Spiritualität erfahren können. Das hätte ich nicht erwartet. Und ich denke, das ist sehr wichtig für euch Weiße, denn wisst ihr, wir brauchen das nicht in dieser Form. Wir leben Spiritualität schon anders in unserem Alltag und wir wissen schon vieles, was die weiße Gesellschaft anscheinend vergessen hat. Zum Beispiel eben, dass es wichtig ist, sich um Mutter Erde zu kümmern und dass das Wissen weitergegeben wird und die Spiritualität und die Überzeugung. Aber dann habe ich gesehen, aha, hier im Theater sind die Weißen wirklich offen für diese Sachen. Und das ist ein Instrument, das wir unbedingt nutzen wollen, denn wir brauchen die Zivilgesellschaften von allen Ländern, von allen Völkern, die mit uns kämpfen. Und es hat mich wirklich glücklich gemacht zu sehen, wie weit die Türen hier offen stehen im Theater und dass die Herzen geöffnet sind und auch die Gehirne, die Köpfe. Ich bin langsam müde. Ich habe gesehen, dass hier ein Ort ist, wo man Lösungen finden kann, gemeinsam, ohne zu streiten, dass man Lösungen erkennen kann und sich eine bessere Zukunft vorstellen kann. Und das ist der Beitrag, den wir ja leisten. Wissen Sie, wir kämpfen schon für das Land, wir kämpfen für den Planet, für die Natur, für die Atmosphäre. Wir tun das bereits, wir leben den Umweltschutz. Es ist unsere Mission, Mutter Erde und die Natur zu verteidigen. Aber ich will, dass ihr alle auch mitkämpft in diesem Kampf. Und hier haben wir einen Raum gefunden, wo wir unsere Ideen und Erfahrungen teilen können, wo wir zusammenkommen können. Und so können wir euch zeigen, wie wir unsere Territorien schützen, wie wir unser Haus schützen und wie wir die Welt und die Biodiversität schützen, wie wir unsere Rolle verstehen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass ihr das auch lernt und dass ihr es verstehen lernt. Und ich habe gesehen, dass das im Theater möglich ist. Es gibt hier also eine Teilmenge von den sich überschneidenden Kreisen der Stadtwelt und der indigenen Welt. Und alle können es erfahren, Künstler, Jugendliche, Kinder, Frauen, Intellektuelle, wir wollen alle an Bord haben in diesem Kampf. Denn wir haben nur eine Welt. Obwohl wir sagen, wir kommen aus verschiedenen Welten, das stimmt nicht. Wir kommen aus derselben Welt und es ist diese eine, die wir zusammen schützen sollen. Danke für diese Worte. Ich würde jetzt die Diskussion hier oben oder meine Moderation hier oben beenden und die Fragen an Sie öffnen bzw. Sie bitten, Fragen zu stellen. Vorher möchte ich aber Christiane Jatahi entschuldigen. Wie Sie wissen, findet um 20 Uhr die Vorstellung von Before the Sky Falls statt und Christiane hat noch ein ernstes Wörtchen mit den Schauspielern zu sprechen. Deswegen schon mal einen Applaus für Christiane Jatahi. Merci, Chris. Tu peux t'en aller, si tu veux, pour parler avec les acteurs. Pardon. Sorry, I have to spend the time with the actors before the performance. Damit Sie heute Abend auch nur das Beste sehen. Ich würde jetzt erstmal noch Fragen vom Publikum und danach kann er das. Ja, ich würde sagen, nach den Fragen vom Publikum ganz.
Genau, ich würde Sie jetzt bitten, Fragen zu stellen, was immer Sie möchten. Sarah wird übersetzen. Wenn Sie ein Mikrofon brauchen, rufen Sie mich, dann komme ich kurz zu Ihnen. Wenn Sie sich trauen, ohne Mikrofon zu sprechen, dann sprechen Sie. Sonst frage ich, wenn Sie keine Fragen haben. Doch, eine Frage. Sie sprachen davon, dass Sie Ihr Wissen erlernt haben von Ihrem Schwiegervater. Gibt es in dem Kreis der Menschen, die über dieses Wissen verfügen, auch Frauen, auch Kinder in der indigenen Gesellschaft? A pergunta é para o Davi. Você disse antes que você sabe tudo que você aprendeu, os seus conhecimentos vêm do seu sogro. Você aprendeu com o seu sogro, que era pajé antes. E ela queria saber se esse conhecimento também pode vir de uma mulher ou de uma criança, ou se tem que ser um homem de uma certa idade. Er fragt zurück, was für eine Art von Wissen, denn es gibt viele Arten von Wissen. Sie sprachen davon, es war am Anfang des Abends, als es darum ging, dass der Himmel wiederfallen wird. Sie sagen, sie stützen ihn, sie halten ihn. Und sie haben, sie sehen die Geister, die wir nicht Geister nennen sollen. Ich wollte einfach wissen, wer in Ihrer Gesellschaft trägt dieses Wissen, diese Kultur, das Tragen? Sind es nur gelehrte Männer, die es von ihren Vätern oder Großvätern hören oder erfahren? Oder wie kann man, wie geben Sie in der Gesellschaft das Wissen weiter? Gibt es Frauen, gibt es Kinder, die das mittragen? Also die Frage nach diesem Patrilinearen, das ist schon der Kern der Frage, okay. Gut. Então, no início da fala, quando você explicou da queda do céu e do Shapiri e de onde você sabe essas coisas, ela se pergunta se esses saberes dos outros seres, dos espíritos, né, como a gente fala, se isso é passado só de pai para filho, numa linha assim, patriarca de homens, ou se também inclui mulheres, se também podem ser crianças que falam coisas assim, que podem traduzir o que os Shapiris falam, por exemplo. Yapé, você tem muito assim, curiosidade de saber, né? Então, nós, criança... Começar a sonhar desde pequeno. Sonhar e aprender. Eu pedi o meu sogro, quando era, já estava grande, eu já estava lutando contra o homem branco. Então, o meu sogro me ensinou. Ele me ensinou conhecimento do Shabiri. Conhecimento do Shabiri, conhecimento da humanidade, conhecimento da floresta, do mato, das montanhas e outros sonhos que tem milhares, tem um. O Shabiri tem. Então, foi assim. Eu não aprendi assim. Na escola, eu aprendi tomando iacuana. Iacuana é uma árvore sabedoria, conhecimento, a gente usa. Então, meu sogro me preparou
Tomei Yakuana, sofri e conheci, aprendi. Assim que meu sogro me preparou para eu ficar ligado com a força da natureza. Ficar ligado com a alma da natureza, da floresta, do Chapiri. Então, isso aí é para aprender o que você toma Yakuana. Yakuana é uma... se chama... Aula Magno. Aula Magno. Aula Magno, você tomando Yakuana, fica assim, no lugar... Lugar onde não tem ninguém, anda com ninguém, toma Yakuana, então fica no chão, olhando a mais da terra, olhando a mais da terra, e é assim que eu aprendi. Eu não aprendi na escola. Eu não aprendi para assim, andando, viajando, mas eu aprendi sofrendo, tá tendo da minha comunidade onde eu moro. Sie sind sehr neugierig. Also, die Kinder, die träumen ja auch, seit sie klein sind, haben sie Träume, wissen viel, sehen viel. Ich habe gehört, dass sie hier nicht so ernst genommen werden, aber bei uns werden sie ernst genommen. Und als ich klein war, so noch jung, nicht mehr ein Kind, ich hatte ja schon einen Schwiegervater, da habe ich ihn gefragt um Rat, ob er mich das lehren kann. Denn mein Schwiegervater war damals schon im Kampf gegen die Weißen und es hat mich beeindruckt, was er macht und ich wollte von ihm lernen. Also habe ich ihn gezielt gesucht, weil er ein Kämpfer war, nicht jetzt, weil er ein Mann war. Und er lehrte mich also die Weisheit der Shapiri und nicht nur diese Weisheit, die Weisheit der Menschen, der Wälder, des Urwalds, der Berge und auch andere Träume der Shapiri. Ich bin nicht zur Schule gegangen. Ich habe mein Wissen nicht in der Schule gelernt. Ich habe es gelernt, indem ich Yakuana genommen habe. Yakuana ist ein weiser Baum des Wissens. Und ich habe ihn genommen, ich habe gelitten, ich habe gesehen und so habe ich gelernt. Mein Schwiegervater hat mich das gelehrt, durch Yakuana in Verbindung mit der Natur zu treten und so die Träume der Shapiri besser zu verstehen. Yakuana ist, was ihr hier Rauschmittel nennt. Es ist eine Pflanze, die psychoaktiv ist, würden wir sagen, hat jetzt er nicht so gesagt. Das heißt, du bleibst an einem Ort, du gehst an einen Ort, wo niemand durchläuft. Du bleibst an diesem Ort, aber du gehst auch weit weg und du siehst die Welt von außen, du siehst das Antlitz der Welt, wie es wirklich ist und du siehst die Dinge, wie sie sind und du lernst die Wahrheit. Das alles habe ich nicht in der Schule gelernt. Das habe ich mit Yakuana gelernt. Und das kann man nicht allein, so ein Ritual, da braucht man immer einen Meister, der einem das lehrt und der einem das einbläst. Und das war mein Schwiegervater. Und in diesem Sinne habe ich dieses Wissen von meinem Schwiegervater so bekommen. Querido Davi Kopenawa, é com grande emoção que nós estamos reunidos aqui para conhecer a sabedoria do povo da floresta, o povo originário do Brasil. E além da luta que vocês têm travado
há tantas décadas, há tantos séculos, agora, através da obra A Queda do Céu, que é uma obra que foi editada e impressa e que saiu desde 2010, primeiro em francês e alguns anos também em português, traduzido do Yanomami, nós gostaríamos de agradecer, em primeiro lugar, a força e a bondade de vocês nos trazerem essa sabedoria. E, num segundo plano, eu gostaria de perguntar como continua este projeto literário. Obrigada. Eu preciso traduzir para o alemão antes. Acho que ele quer saber se tem projeto de tradução para mais línguas, ou projeto de fazer mais livros ou mais filmes. Projetos desse tipo. Vou mostrar para o branco. Tem filme? Eu vou traduzir em alemão. Ich übersetze die Frage noch auf Deutsch. Lieber Davi, herzlichen Dank, dass Sie hier seid. Wir sind alle tief berührt und freuen uns, dass ihr gekommen seid, um uns das Wissen und die Weisheit der Waldvölker näher zu bringen und zu erklären. Seit Jahrzehnten kämpft ihr diesen Kampf, nicht Jahrzehnten, seit Jahrhunderten, könnte man sagen. Und jetzt haben wir mit diesem großartigen Werk, das dein Buch ist, A Queda do Céu, auf Portugiesisch, es wurde zunächst, ich glaube, es wurde auf Englisch aufgeschrieben, und es wurde auf Französisch, dann ins Englische und ins Portugiesische übersetzt. Und ich danke euch für die Kraft und das Wohlwollen, das ihr uns entgegenbringt, um immer wieder unermüdlich, mit fast nicht endender Geduld, uns Dinge zu erklären, die wir einfach nicht verstehen wollen. Und euch dafür danken, dass ihr dieses Wissen zu uns bringt. Und meine Frage wäre, wie geht es weiter mit diesem literarischen Projekt? Sind mehr Bücher geplant? Sind andere Dinge geplant? Sind mehr Übersetzungen geplant? Wie geht es da weiter? Tá, eu vou ajudar a meu pai, né? Bom, essa obra já está na universidade, né? Mas agora é o interesse do público. Essa obra já entregamos na mercadoria da academia da universidade. E agora os outros países, outros interesses das universidades, os antropólogos, estudiosos, acadêmicos, eles têm que seguir outras comunidades. Vocês têm que seguir essa obra para outros seus países vizinhos, para poder transmitir os outros dialetos, né? Então, essa obra já saiu no conhecimento do meu pai, a conhecimento do povo Yanomami. Esse que se chama é o Conhecimento Antropologia Povo da Floresta. Já está na casa de vocês. Então, quem estuda, os jovens, moças, eles têm que pensar para traduzir na sua língua, né? Esse já está no sistema da educação, no sistema da faculdade. Então, isso já entregamos os nossos pensamentos, saberes. Já está na sua casa. Mas eu não sei, os professores, antropólogos, como chama outra palavra? Pesquisadores, atores, pega a obra e tem que transmitir na sua língua. Isso tem que seguir, tá? Isso é estou respondendo o público, né? É importante. Eu sei, né? Principalmente jovens, né? Eu estou incluindo como jovens, hoje em dia, os nossos jovens, a gente não muito interessado para estudar na faculdade, outras coisas, né? Então, isso.
Queria assim, essa obra é uma instrumento bota voz. Instrumento entregando nas cada as portas. Obra é uma super muito importante. Porque no Brasil, por exemplo, a gente estuda outros os pesquisadores, nada a ver com a nossa realidade. Eu sou acadêmico também da universidade. Eu estudei na universidade. Né? Eu estudei várias disciplinas, são diferentes, fora do nosso conhecimento, fora da nossa realidade. Essa obra do meu pai é uma realidade verdadeira. Esse é um ferramenta muito bom para vocês. Né? Esse é um primeiro ferramenta do Yanomami, está viajando para o mundo inteiro. Né? Então, isso é muito bom para vocês. Não me pergunte. Pergunte para os seus vizinhos, pergunte para os seus colegas. Nosso, já entregamos na casa de vocês. Ich werde meinem Vater helfen, diese Frage zu beantworten. Das Werk, das er geschaffen hat, ist bereits in den Universitäten. Und Intellektuelle aus der ganzen Welt haben es angenommen, haben es geschätzt und sprechen darüber. Auch Anthropologen sind daran interessiert. Und eigentlich ist es jetzt an euch, dieses Werk weiter zu verbreiten, es in mehr Sprachen zu übersetzen. Wir haben unseren Beitrag geleistet. Wir haben dieses Buch ja nicht für uns geschrieben, wir wissen diese Dinge. Wir haben das extra für die Weißen geschrieben, damit sie es auch wissen können. Aber damit haben wir es auch aus der Hand gegeben. Jetzt liegt es an euch. Ihr müsst diese Nachricht weitertragen. Das kann man auf viele verschiedene Dinge machen, Arten machen. Aber zuerst müsst ihr es lesen und es verstehen und es dann übersetzen in mehr Sprachen. Das kann sein in kindlichere Sprachen, in andere Sprachen, in die es noch nicht übersetzt wurde, in Dialekte. Es liegt jetzt an euch, Professoren, Forschern, Journalisten, aber auch Künstler oder einfach nur Menschen aus der Zivilgesellschaft. Jeder kann einen Beitrag leisten und etwas von dieser Botschaft weitertragen. Ich bin noch jung und ich sehe die Jugendlichen bei uns in Brasilien, die sind nicht so lerninteressiert, die wollen nicht alle zur Uni gehen und studieren und so. Aber hier sehe ich, dass ein großes Interesse nach Studium und universitärer Ausbildung besteht. Und die Universitäten sollen sich mit diesem Buch befassen von meinem Vater. Es ist ein großartiges Werk. Es trägt unsere Stimme in die Welt hinaus und öffnet Türen und Fenster. In Brasilien lernen wir andere Dinge. Ich selber habe auch an der Uni studiert und wir hatten da viele Fächer. Aber die waren alle so abstrakt und hatten überhaupt nichts zu tun mit, was in der Realität geschieht und was in meinem Leben passiert. Dieses Buch von meinem Vater, das beschreibt wirklich die richtige Wirklichkeit. Und es ist ein gutes Instrument für euch. Nutzt es, lest es. Die Frage, was jetzt geschehen soll, wie es weitergeht mit diesem literarischen Projekt, die sollte nicht an mich gehen. Die stelle ich euch oder fragt sie eure Kollegen, fragt sie die anderen Leute, die interessiert sind. Die Frage geht an euch, wie soll es weitergehen mit diesem Projekt? Noch weitere Fragen? Ich habe noch eine Frage an Davi. Weiße Menschen wie ich, die ihr, glaube ich, Nape nennt, haben euch vor allem Tod durch Epidemien, durch Zerstörung eures Lebensraumes, durch Gier, durch Ausbeutung gebracht. Wieso hast du dich entschieden, deine Welt in die Sprache der Weißen zu übersetzen? Wieso hast du dich entschieden, dieses Buch zu schreiben, um diese, ich würde es nennen, sozusagen wie eine Transferleistung uns zu ermöglichen von
deiner Kosmologie oder eurer Kosmologie und deinem Leben in unsere Sprache, in unsere Denkweise. Ele tem uma pergunta para você, Davi. Ele diz, o homem branco, que você chama de Napé, né? Napa, a Napa. 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 Ele só trouxe morte para vocês. Trouxe epidemia, massacre, genocídio, ganância, exploração. Só coisa ruim. Por que que você decidiu ajudar a gente a escrever esse livro para a gente aprender, né? Saber se salvar? Porque ele disse, o branco só trouxe morte para vocês. Por que que vocês estão querendo ajudar o branco, trazendo esse conhecimento, esses saberes todos através do livro? Ist es nicht gefährlich, vielleicht sogar, den Weißen so viel? Ele pergunta se não é até perigoso entregar todos esses conhecimentos para o branco, para ele destruir isso também, eu não sei. Bem, Rio, a minha ideia surgiu por mim. Eu que pensei isso. Porque o Napa da cidade, eles estão assim, antropologia. Antropólogo da cidade, eles estão coletando a sabedoria do povo indígena. Antropólogo, ele é tipo abelhas, fica coletando a sabedoria do povo da floresta, pegando sem autorização, sem a consulta à comunidade que guarda a sabedoria do originário do povo Yanomami. Então, eu não gostei, antropólogo, que estava usando a nossa sabedoria no livro dele. Aí eu reclamei, quem vai contar sou eu. Antropólogo não é índio. É por isso que eu decidi conversar com meu amigo, que se chama Bruce Alberto. Bruce Alberto, ele também aprendeu a falar nossa língua Yanomami. Ele ficou 2 anos na floresta, aprendendo, pegando sabedoria de nosso. Então, eu não gostei, eu vi o livro que ele escreveu sobre antropólogo, usando conhecimento por Yanomami. Então, nós discutimos. Então, eu pedi para ele ajudar. Ajudar para, assim, mostrar a sabedoria da floresta, sabedoria do Yanomami que usa. Esse livro é para jovem. A jovem tá crescendo hoje. A filha de vocês, que precisa conhecer o sabedoria do povo Yanomami. Yeah.
uma discussão. Deixa eu traduzir um pouco depois. A gente volta. Obrigada. Fala muito, né? Não, eu que engasguei. Entschuldigung. Ich muss leider weiter reden können, sonst stirbt ja hier die Diskussion. Also. Die Frage war, warum hilfst du uns, wenn wir nur Toten Zerstörung bringen? Und er sagte, das war einfach meine Idee. Ich dachte, das wäre eine gute Idee, so ein Buch zu schreiben, weil ich gesehen habe, dass man aus der Stadt, die Anthropologen, immer kommen und unser Wissen, danke, unser Wissen sammeln. Das Wissen der indigenen Völker hat sie interessiert und sie haben es aufgeschrieben in ihren Büchern. So wie die Bienen Honig sammeln, schwärmten sie umher und ohne zu fragen, haben sie alles aufgeschrieben und ausgefragt. Und das hat mir nicht gefallen. Denn die indigenen Gesellschaften bewahren dieses Wissen auf und es ist heiliges Wissen. Und die Anthropologen entlockten es ihnen auf gemeine Arten. Ich mochte das nicht. Und ich mochte die Art nicht, wie sie es aufschreiben. Deshalb habe ich gedacht, ich möchte selber erzählen. Ich möchte selber so ein Buch schreiben. Ich bin auch Anthropologe. Ich studiere die Menschen auch. Und ich kann das auch. Deshalb habe ich mit meinem Freund Bruce Albert gesprochen. Denn er hat 2 Jahre mit uns gelebt und hat unsere Sprache Yanomami gelernt. Und ich vertraute ihm. Aber ich habe gesehen, dass er auch Bücher benutzte von Anthropologen und mir gefiel nicht, was da drin stand. Und auch er wollte aufschreiben, was er bei uns gelernt hatte. Und wir hatten viele Diskussionen deswegen. Deshalb habe ich ihn um Hilfe gebeten, dass wir zusammen das Wissen der Yanomami aufschreiben, so wie ich es für richtig halte. Und dann kam ein Hustenanfall und er hat gesagt, dass das wichtig ist, nicht nur für die Anthropologen und die Wissenschaftler, sondern auch für Jugendliche, für Kinder, dass es eigentlich ein Werk für alle ist. Até aqui eu cheguei, depois eu comecei a tossir. Então você falou que é para os jovens, para as crianças, né? Que não é só para antropólogos. É para jovem. Então eu vou tentar explicar mais. Então sobre jovem. Sobre mulher, sobre homem. E a menino, assim, mais ou menos 12, 13 anos, ele não conhece a nossa conhecimento, o povo tradicional, o povo Yanomami, originário. Então, eu queria que ele aprendesse, né? Ele não vai aprender como hoje, não. Ele vai aprender devagar, olhando o livro que escrevi. Escrevi para eles. Aprender a respeitar, para não cortar mais a árvore. Para não cortar mais a floresta. Porque isso aí, esse papel, é pele da floresta. O pai derrubaram milhares de árvores para fazer caderno, fazer papel higiênico e outras coisas que estão, o povo da cidade está usando. Então, chove, ele pode olhar a direção da floresta para proteger, para não derrubar mais a árvore. Então, assim que eu pensei para escrever, projetando sabedoria, conhecimento, povo tradicional, que vocês nunca conheceram, nem o pai de vocês não conheceu, o meu povo, não conheceram a sabedoria do povo Yanomami. Então, esse aí é bom para vocês. Esse livro é para vocês entrar na universidade. Esse é o livro da antropologia do Yanomami.
entrar na universidade, conhecer, achar bom, importante, pensamento diferente, pensamento de floresta. Eu acho que eu queria que a filha de vocês e pensar e parar de desmatamento da floresta amazônica. Qualquer lugar que eles estão, o pai está que derrubado para fazer papel. Ich habe dieses Buch nicht für Wissenschaftler geschrieben, sondern für Jugendliche. Für junge Menschen, die jetzt erst das Leben so richtig begreifen. Ihre Gehirne stellen sich um im Jugendalter und sie beginnen zu lernen, was wichtig ist und was nicht im Leben. So ungefähr mit 12, 13 würde ich das empfehlen. Denn sie kennen unser Wissen nicht. Ich habe gedacht, das ist eine gute Idee, ihnen dieses Wissen beizubringen, denn sie können es ja von ihren Eltern und Großeltern nicht lernen. Und ich meine langsam, ich meine nicht, dass sie das an einem Tag lernen sollen, sondern wirklich ihr ganzes Leben lang sollen sie weiterlernen. Dieses Buch ist, um den Kindern den Respekt vor der Natur beizubringen, sodass sie keine Bäume fällen. Das Papier hier, das die Dolmetscherin benutzt, um meine Worte aufzuschreiben, das war auch ein Baum oder mehrere. Ich möchte, dass die Kinder lernen, dass man andere Wege finden muss, nicht Urwälder abzuholzen, um Papier zu machen, um Zahnstocher zu machen, um WC-Papier zu machen. Wir benutzen viel zu viel Papier, Bäume. Ich wollte, dass die neuen Generationen dieses Wissen erlernen, dass sie Dinge lernen, die ihr nie gelernt habt. Aber dieses Buch ist natürlich auch für euch. Es soll so sein wie eine Schule für euch. Und es ist auch wichtig, dass das Buch deshalb in Universitäten aufliegt und in Schulen. Es ist die Yanomami-Anthropologie. Ich möchte, dass ihr es lest, dass ihr es gut findet, dass ihr es anders findet, dass ihr euch mit dieser anderen Mentalität der Waldvölker auseinandersetzt. Und der Gedanke war, dass die Kinder von euch lernen, so zu denken wie wir und dass sie die Abholzung der Urwälder stoppen können, bevor es zu spät ist. Só para responder a pergunta sobre a pandemia, né? Essa é uma coisa muito novo. É uma pergunta muito difícil, né? Como eu vou responder, mas eu vou responder. Esse conhecimento, ele nasce na minha cultura, né? Ele nasce dentro da floresta, na barriga da nossa mãe. E quando esse o conhecimento está registrado pelo obra, já está registrado. O nosso conhecimento do povo Yanomami e outros povos indígenas, a gente fala a quando o nosso senhor saberes, conhecedor, rezador, quando ele morre, aí conhecimento morre sim. Né? Essa pandemia, realmente a gente morreu muito. Não é pandemia de hoje, outras pandemias já mataram milhares povo brasileiro já. No Brasil, tínhamos mais ou menos 6 milhões de povos indígenas do Brasil. Morava quase 300 mil. Os nossos ancestrais foram mortos. Mas quem sobreviveu, seguraram esse conhecimento para transmitir às gerações. Isso é por gerações. Isso a gente pensa, o povo floresta pensa isso. Mas agora somos últimos. No Brasil quase somos 1.000
1 milhão por indígena do Brasil. Então quase perdemos muito nossos conhecimentos já. Então essa pandemia é uma é grave mesmo, que mata conhecimento, mas essa obra está registrada com a segurança. Mas, e outro lado, quando o último Yanomami, o último indígena, aí realmente vai morrerá o nosso conhecimento. E pandemia mata a verdade. Quando continua os indígenas, conhecimento continua. A obra continua. Isso eu vou tentar responder isso. Ich werde auch noch diese Frage beantworten, aber auch zurückkommen auf eine andere Frage, die war, was die Pandemie für uns bedeutet haben, und die beiden Fragen verbinden in meiner Antwort. Dieses Wissen kommt aus dem Wald, aus dem Bauch unserer Mutter. Und wer dieses Wissen bewahrt, das sind die Schamanen, das sind die Medizinmänner, das sind die Ältesten, die Wissenden. Und Pandemien können dieses Wissen töten, denn bei den Pandemien verlieren wir auf einen Schlag die Schwächsten, die Exponiertesten, die Ältesten, die rausgehen, wie die Häuptlinge, die viel Kontakt haben mit anderen. Das sind die, die in Pandemien zuerst getroffen werden. Wenn Ältere sonst sterben, spüren sie das und sie haben Zeit, sich vorzubereiten und ihr ganzes Wissen noch weiterzugeben an die Jüngeren. Aber wenn der Tod so überraschend kommt, dann haben wir keine Zeit. Und so kommt es wirklich zu dem Effekt, dass das Wissen dann stirbt. Wir sterben zu Tausenden. Wir sind immer schon gestorben wegen dem Weißen. Vor der Kolonisierung wird geschätzt, dass wir 6 Millionen waren. Dann wurden 300.000 nur schon in der ersten Kolonisierungswelle abgeschlachtet. Und wer heute überlebt hat von uns, das sind die, die noch dieses ganze Wissen von früher immer noch weiter übermitteln. Und das machen sie auch. Aber es ist schon so, wenn der letzte Yanomami dann tot ist, dann können wir das Wissen auch nicht mehr weiter überliefern. Deshalb ist es wichtig, dass wir es auch aufschreiben. Und das Buch meines Vaters, das ist jetzt, das existiert, das wird ihn überleben, das wird uns überleben. Ich hoffe natürlich, es überlebt mein Volk nicht. Und wir sind jetzt ungefähr noch 1 Million Indigenen in Brasilien. Das heißt, sehr viel Wissen ist schon verloren gegangen. Ja, wir haben auch viele Menschen verloren, viele Leute wurden getötet. Und die Pandemien waren immer schlimm. Diese hier ist nicht die erste, wir haben schon viele Pandemien erlebt. Und ich kann sagen, Pandemien töten Wissen, nicht nur Menschen. Aber dieses Buch, das bleibt. Und erst wenn der letzte Yanomami gestorben ist, kann ich sagen, dass das Wissen nicht mehr weiterleben kann. Aber ich hoffe, dass mit diesem Buch und mit eurer Hilfe das Wissen immer weitergetragen wird und dass mein Volk nicht ausgelöscht wird. Danke, Davi, danke, Dario. Ich möchte jetzt noch etwas sagen, das wollen Sie nicht selber sagen, weil es Ihnen unangenehm ist. Sie haben Ohrstecker mitgebracht, Yanomami-Ohrstecker von exotischen Vögeln, die sehen sehr schön aus, aber die haben Sie nicht mitgebracht, um sie wieder zurück nach Brasilien zu bringen, sondern Sie möchten sie eigentlich hier verkaufen. Wir werden sie jetzt irgendwo auslegen. Und es wäre schön, wenn Sie alle als Zeichen der Solidarität einen Ohrstecker oder zwei kaufen würden und den sich anstecken würden, sodass Sie hier die Farben der exotischen Vögel alle aufschillern sehen. Das würde die beiden sehr freuen und es hilft natürlich auch ihrem Verband, damit sie ihre Projekte weiter treiben können damit.